Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man kann es auch hier für die Zuschauer nicht oft genug wiederholen. Was haben die EU, die USA, Brasilien, Australien, Österreich und 160 andere Staaten gemeinsam? Sie haben eine Regelung zur Abgeordnetenbestechung, da ist das strafbar. Was haben demgegenüber Nordkorea, Syrien, der Sudan, Saudi-Arabien und Deutschland gemeinsam? Nun, bei uns selber besteht die Abgeordnetenbestechung nicht unter Strafe. Ich finde, Herr van Essen, die Gesellschaft, in der wir uns da befinden, die spricht wirklich Bände. Es ist einfach ein Skandal, über den wir hier heute ein weiteres Mal debattiert haben. Und das sieht ja Herr van Essen. Nein, Sie verweisen immer auf Japan. Wissen Sie, unser Vorbild, was die Ratifikation angeht, das sind diejenigen Staaten, die ratifiziert haben. Ich habe keinen Ehrgeiz, wie vielleicht Sie, eines Tages mit Nordkorea allein die rote Laterne hier zu halten in dieser Frage. Das ist der Unterschied zwischen uns. Und das sieht ja übrigens nicht nur die Opposition in diesem Haus so. Was haben nämlich Daimler-Benz, Siemens, die Allianzversicherung, die Deutsche Telekom, die Deutsche Bank und 30 weitere große deutsche DAX-Unternehmen gemeinsam? Nun, sie fordern, dass wir hier diesen Skandal endlich beenden, dass wir die Abgeordnetenbestechung unter Strafe stellen und die UN-Konvention gegen Korruption endlich nach 10 Jahren ratifizieren. Alles andere schadet dem Ansehen Deutschlands in der Welt, und mit diesem unhaltbaren Zustand muss Schluss sein, meine Damen und Herren. Wenn es um Korruption geht, dann kann es doch nicht ernsthaft 2 Antworten geben. Wenn ein Abgeordneter im Einzelfall seine Stimme an den meistbietenden Lobbyisten verscherbelt, dann kann es doch nur eine Antwort geben. Das ist strafbar, und wir sind aufgefordert, da die gesetzlichen Regelungen zu schaffen, meine Damen und Herren. Und es ist wirklich ein Unding, dass wir über diese Banalität mit Ihnen jetzt seit Jahren hier diskutieren müssen. Sie verweisen ja als Regierungsfraktion, was Ihre Ablehnung angeht, immer wieder darauf, ja, zwischen Abgeordneten und Amtsträgerbeamten, da gibt es ja einen großen Unterschied. Da steht das unter Strafe. Nur, das bestreitet doch auch keiner in diesem Haus. Nur, wissen Sie, Abgeordnete dürfen eben auch nicht über dem Gesetz stehen, weil es für sie gar kein Gesetz gibt, weil sie nämlich gar kein Gesetz verabschieden. Nicht jedenfalls in einer Gesellschaft, wo langjährigen Firmenmitarbeitern wegen einer verzerrten Frikadelle oder einem 50-Cent-Pfandgutschein gekündigt werden kann. Das ist nämlich strafbar. Das können Sie doch keinen erklären. Und das zerstört wirklich das Vertrauen in die demokratischen Institutionen, meine Damen und Herren. Es gibt viel Politik- und Parteienverdrossenheit in unserem Land. Es gibt teilweise eine regelrechte Verachtung demokratisch gewählter Politiker. Das kann uns hier doch nicht egal sein. Und die Gesetzentwürfe, die hier zur Abgeordnetenbestechung vorliegen, die dienen eben auch dazu, ein Stückchen weit Vertrauen wiederherzustellen in Politik, in Politiker. Aber dann sollten Politiker auch das Beste geben, ein solches Gesetz Wirklichkeit werden zu lassen. Aber Ihre beharrliche Weigerung, die wir heute auch wieder erlebt haben, die spricht wirklich Bände. Und das ist ein fatales Signal gewesen, was Sie heute in dieser Debatte wieder ausgesendet haben, meine Damen und Herren von Union und FDP. Sie machen sich einen schlanken Fuß, Sie machen sich überhaupt keine Gedanken über einen Gesetzentwurf. Sie beschränken sich seit Jahren darauf, wahlweise die Gesetzentwürfe der Opposition als zu streng oder verfassungswidrig oder was weiß ich zu beschimpfen. Das ist zu wenig. Das ist erbärmlich, meine Damen und Herren. Da gibt es jetzt eine Ausnahme. Er hat vor mir geredet, das ist der Kollege Siegfried Kauder von der Union. Der hat sich wenigstens mal die Mühe gemacht, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. Und er ist auf offene Ohren bei allen Oppositionsfraktionen gestoßen. Nur die eigenen Regierungsfraktionen, die haben ihn im Stich gelassen. Und das zeigt doch nur ein weiteres Mal, es ist zwar möglich, etwas zu regeln, aber sie wollen nicht oder sie können nicht. Und das ist wirklich nur beschämend, meine Damen und Herren.